Hallo und herzlich willkommen, liebe Grusel- und Horrorfreunde. Das ist Resident Evil 7. Wir müssen ein bisschen was sammeln. Und zwar, wir haben hier was gefunden. Und das ist ein... Wo haben wir es denn hier? Ich gehe mal rüber. Eine Brennerdüse. Und ich glaube, da gibt es noch irgendwas anderes. Und da bauen wir uns bestimmt einen Flammenwerfer oder so draus. Gehen wir mal zurück. Was sind das überhaupt für Geräusche? Mal auf die Karte gucken. Das ist das alte Haus. Hier hinten sind wir schon lang gegangen. Da fehlt uns aber noch ein Bereich, nämlich, ich kann es wieder mit dem Controller nicht zeigen, aber der hier, da gehen wir jetzt mal hin. So ist das der kürzeste Weg? Ach, nö. Ich weiß nicht, ob wir da lang kommen. Wir versuchen es mal. Dann rennen wir da hinten hin, gehen durch die Tür und dann links. Wow! Wo ist es? Weg! Wo ist der andere Flattermann? Okay, Flattermann ist weg. Holy moly. Cool, eine Karte gefunden. So, auf in die Galerie. Zimmer für Hausarrest. Ja. Was ist das? Gar nichts. Oh, das kennen wir schon. Ja, diese Spinne nur nicht. Diese Bilder sind verstörend, also Kind mit Katze, bin ich voll dabei. Ach, guck mal, da haben wir den Brennergriff. Alles klar. Ist gleich wieder voll das Inventar. Nervig. Wer baut sich eine Hütte hier an dem Rand von diesem Sumpfding hier? Ja, cool, hier ist auch ein Safe Room. Ich baue mir mal eben dieses Ding hier. Objekte kombinieren. Jetzt haben wir einen Flammenwerfer mit 150 Munition. Okay. Ist einfach zu voll. Mein Inventar. Ich hätte nämlich... Oh, was haben wir denn hier? Sie können mehr Objekte... ja. Oh, da müssen wir gleich gut wirtschaften. Kippenstummel ohne Ende.
So, ich habe zweimal ein Serum. Brauche ich den Skorpionschlüssel hier irgendwo? Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Dann Psychotonikum brauchen wir nicht. Kann alleine nicht verwendet werden. Dafür brauchen wir dann... Wo haben wir es? Ach so, habe ich ja schon hier. Die Chemikalien, um das aufzufüllen. Wir haben wie viel Schuss? 30 Schuss dafür. Und Flintenmunition an sich. Wo ist die denn aufgeführt? Wir haben 20 Schuss für die Flinte. Wie viel Platz nimmt die weg? 2. Okay, ich nehme dann die Flinte trotzdem mal mit. Dann haben wir noch 3 übrig. Und dann kombinieren wir die beiden Sachen noch. Das machen wir später. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Und ich speichere das ab. Vor allem, weil wir jetzt den Flammenwerfer testen. Ne, gegebenenfalls würde ich neu laden, einfach. Ja, der sieht cool aus. Bleibt es jetzt hängen? Ah ja. Ich denke, die Nester können wir damit bearbeiten. Hier brauchen wir die Spinne. Das sieht auch so aus, als würde man da durchbrechen. So, Nest Nummer 1 im Esszimmer ist irgendetwas. Ach so, das kriegen wir nicht auf, genau. Auch so nicht. Dann gehen wir ins Wohnzimmer. Nummer 1 ist weg. Hier geht's auch weiter. Nummer 2 ist weg. Wo war das dritte Nest? Oder waren das schon alle? Okay. Ja, ja, macht mal. Okay, es nervt. Geht weg. Ah. Da oben sind ja auch noch welche. Haben wir sie alle? Okay.
Brennerkraftstoff. So. Nullnummer. Jetzt kann ich aber das Ding hier endlich aufmachen. Was war das? Das gehört. Ich gehe nochmal speichern. Und dann durchs Wohnzimmer. Ich habe mit Firefox mal über das Spiel geredet und er findet es im Moment noch zu gruselig, um es zu spielen. Kann ich verstehen. Ich mache die Tür zu. Geh zu! So, hier habe ich noch 6-mal Kraftstoff. Ich glaube, das erhöhen wir nochmal eben. Und so ein Kraut würde ich mal einmal nehmen wollen. So, hat geholfen. Wie kann man es bewegen? Ging das nochmal? Ich will es ja nur bewegen. Kombinieren, wegwerfen. Geht das nicht? Geht das nur mit der Maus? So, 4 freie Plätze reicht, ne? Save me tonight. Und auf geht's. Ärgert mich, dass wir da nicht drankommen. Kommen die denn weg? Eine wertvolle Patrone verschwendet. Dim, im Keller. Ethan? Mia. Ethan. Hey. Erzähl keinen Mist mehr, Mia. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Was ist das denn? Daddy, stimmt. Oh, er. Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Ja, eigentlich schon. Steh da nicht nur so rum. Tu etwas. Ethan, Hilfe! Verdammt. Oh, fuck. Okay, wir nehmen die Statue mit. Muss das immer so eskalieren? Ich hätte gerne eine Taschenlampe. Warum haben wir sowas nicht?
Okay, Steinstatue. Weiß ich, wo wir sie einsetzen können? Hinten in der Galerie. Gehen wir jetzt rechts durchs Esszimmer. Ein Speicherpunkt. Und ich würde mal sagen, wir machen hier einen kurzen Break, denn ich glaube, gleich geht hier wieder was los. Und wir nutzen den Moment zum Verschnauben. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Durchatmen. Durchatmen.